Pink to High. So, die Aufnahme läuft und es ist gerade Pink to High. Der ist jetzt mit einer Aufnahme. Ja, tatsächlich. Gerade als ich die Aufnahme gestartet habe, kam er. Timeout. Tja, der Herr Pink to High hat sich jetzt auch gemeldet. Das ist ja ganz miese von den Leuten. Ja, da muss man nämlich alles wieder neu machen bei mir. Oh. Und du bist jetzt mitten drin. So, jetzt offiziell hallo. Obwohl die Aufnahme schon läuft. Au, gib mir erstmal eine Keule ins Gesicht, beziehungsweise einen Morgenstern. Halle, Keule. Wie geht's denn so? In einigen Bundesländern sagt man ja. Hä? Ja, genau. Halle, Keule. In Berlin hauptsächlich. Ja. Da würde ich als Frau sagen, ich geb dir gleich Keule. Svetlana, komm her, und dann kommt so eine Keule um die Ecke. So eine richtige Keule, so eine Hammerwerferfrau. So eine russische. Oh Gott, ey. Und dann denkst du dir schon mal, ja, was habe ich jetzt getan? Mein Leben ist so sinnlos. Boah, Svetlana! Genau. Oder Olga! Ja, oh, Olga. Olga ist doch ein geilerer Name. Ja. In einigen Bundesländern. Olga, die mal bei uns an der Schule war? Diese blonde, große? Ja. Die war auch nicht lang da, glaube ich. Irgendwann ist die sie. An der Schule war so lange. Die hat nur die Klasse gewechselt. Die war erst bei mir in der Klasse. Die ist dann aber in der Klasse zurückgestuft worden. Mhm. Mitten im Schuljahr. Da war ja noch Yu-Gi-Oh! Ganz in. Und da haben sie gern mal Zolga genannt. War so ein Yu-Gi-Oh! Monster. Lol. Ja. Daran kann ich mich nicht erinnern. Nicht? Die so genannt hat. Nee, also. Ich musste sie immer rumschleppen, ey. Ach so. Meine Sache muss man auch zugeben, die sah ja schon nicht schlecht aus. Scheiße! Die habe ich gar nicht in Erinnerung mehr. Groß, blonde Haare. Könnte schon blöd gewesen sein. Blöd? Blond. Wie halt. Blöd? Blond! Ach so. Ich habe schon gedacht, du hast blöd gesagt. Ja, weil die russischen Frauen, die sind schon so ein bisschen naiver als die deutschen. Naiv? Muss man sagen. Echt? Scheiße, warum wusste ich das nicht eher? Hättest du das nicht damals sagen können? Ist echt so. Ich bin gespannt, wie die Folgennamen heißen. Ja, ich auch. Und es was gibt heißt auch. Denn du? Oh, du musst dann entscheiden, wie sie heißen. Ja, deswegen ja. Ich freue mich schon. Du bist ja schon da. Ja. Oh, In einigen LOL. Nein. Oh Mann. Wollte ich gerade geil sein? Also, ich bin ja immer geil, aber. Das war jetzt auch wieder zweideutig. Immer geil. Ah! Ja, ich habe immer eine Keule in der Hose. Oh, das war jetzt auch übelst zweideutig. Oh, Dexter, bitte lass das. Warum? Hast du eine Keule in der Hose? Ja, immer. Eine ganz lange Haare, weißt du? Ja. Wir haben auch gerade über Keulen gesprochen, da hast du so eine Keule in der Hose. Well. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Nee, wir haben auch gerade über Olga gesprochen, die sah ja echt nicht schlecht aus. Aber ich an der. Oh Mann. Auf die Hose. Nein! Oh, von beiden Seiten wieder scheiß Keule. Au. Warum renne ich hier oben gegen Stachel? Es gibt auch einige Leute, die so Frauen als Brett bezeichnen und die finden das geil. Wieso als Brett? Ja. Wieso ich glaube Stuttgart. Brett? Stuttgart war Brett. Habe ich zumindest mal. Brett, was? Kajajana. Ja, als. Wenn mich ein Mann als Brett bezeichnen würde, würde ich ihm gleich eine klatschen, ja. Hallo Brett! Klatsch. So, Brett ist doch ein geiler Name. Brett Pitt oder was? Ja. Brett. Ein Brett? Flachbrüstig und so. Oh, du bist, wir nennen sein Kind Brett. Nein! Nicht sein Kind. So die. Ja, ich weiß, aber Brett Pitt meine ich jetzt. Ach so. Wir nennen sein Kind Brett. Wo kann man einen Baumarkt aufstellen, verkaufen? Brett. Brett Pitt. Oh, ich. Es ist wieder alles so blutbeschmiert. Ich glaube, es wird bald wieder rumlecken. Scheiße! Scheiße. Wenn du Hurensohn-Spiel, ey, Mann. Wenn du Blut im Stuhl hast, solltest du eventuell mal zum Arzt gehen. Was hat das jetzt mit Blutschuh?
Du hast eben noch da, du hast eben noch von alles ist so blutig und hast du Scheiße gesagt. Ach so. Blutscheiße. Blut im Stuhl, weißt du? Ja. Oh, da hab ich mal was gesehen, ein Bild. Verwechslungsgefahr. Aber ich weiß nicht mehr genau, was da drauf war. Wie war das denn? Keine Ahnung. Erzähl du's mir. Kennst du eigentlich die gefürchtete Stuhlgang? Stuhlgang? Nein. Stuhlgang, oder was? Ja. Gefürchtete Stuhl-Scheiße! Stuhl-Scheiße. Oh ja, die Stuhl-Scheiße. Weißt du, man nennt ja auch Brot auch Stulle. Also da würde ich mir mal Gedanken machen, wenn man Brot Stulle nennt und Scheiße manchmal auch Stuhl. Und da ja im Deutschen ist es ja so irgendwie anders, dass man ja Wörter gerne mal abkürzt. Ja. Stuhlbrot. So, wenn man jetzt mal so bedenkt, dass eventuell das Wort Stulle und Stuhl das gleiche ist, würde ich mir mal Gedanken machen, was man sich, wenn man sich mit einem Teller aufs Brot schmiert. Was das eventuell wirklich ist. Da fällt mir auch mal ein, wo war ich da? Bad Karlshafen? War von einem Kumpel auf dem Geburtstag. Und der hatte Nutella, da stand Stuhlgang drauf. Mhm. Auf der Verpackung, auf dem Glas, schon Stuhlgang. Oh Mann. Da hab ich auch erst gesagt, dass ich gefürchtet Stuhlgang. Das ist ja alles voll für den Stuhl hier. Oh! Wenn schon der Stuhl. Für den Stuhl. Was, du bist schwul? Stuhl. Au. Haha. War die Stelle mittlerweile, wo es viel zu eng ist. Morgen stehen auch Scheine, ob mein Auftritt eigentlich meine, wer von warmes Licht, ob mein Herz es bricht. Morgen sterben. Ja, safe. Bitches, I'm safe. Yay. Auf das Antlitz. Trolloloi. Aber ich glaube, ich fail jetzt gleich. Failort! Doch nicht. Spring. Hallo. Ja, spring für mich. Oh spring Gott. Ins Licht. Nee, das war relativ einfach hier. Ja. Oh, sagt er, wäre fast in die 30 gedönert. Oh, geil, jetzt ein Döner. Hast du auch schon gehört? Ach nee, hast ja gar nichts davon mitbekommen. Im Döner soll auch Pferdefleisch sein. Also ich würde mir mal Gedanken machen, ob du nochmal Döner essen solltest. Ja, Pferdefleisch ist ja gar nicht schlimm. Wirklich nicht, aber das Problem, krass, ich verstehe auch nicht wirklich, warum das ein Skandal ist. Aber man muss jetzt einfach mal so sehen. Es werden Pferde getötet, oh mein Gott. Nein, scheiß auch auf die Pferde. Es geht eher darum, da steht drauf Rindfleisch, Schweinefleisch oder als Pferd drinne. Das ist das Problem. Es geht nicht darum, dass da Pferdefleisch drinne ist, weil es eklig, gefährlich und sonst was ist. Es geht darum, dass das da drauf steht, weil da steht drauf, das ist Rind und da ist kein Pferd drin, ja. Wenn da Rind drauf steht. Oder Schwein. Oh, oder wieso bücke ich mich? Ich habe jetzt wieder auf dich geachtet. Da habe ich mir gestern so überlegt, im Prinzip reicht es doch, wenn man auf die Etiketten drückt, könnte Spuren von Pferden enthalten. Ja. Hier, apropos Döner. Bei uns gab es doch auch Gerüchte, dass es einen Dönerladen gab. Oh, und der Besitzer hat als Soße Wichse benutzt teilweise. Ja, das stimmt. Oh, ich habe mich so geekelt. Was glaubst du, warum ich keinen Döner mehr esse? Oh Mann. Immer wenn ich ja dann irgendwelche Soße bestelle, habe ich immer Angst. Ja, es war aber auch diese scharfe Soße da, diese Knoblauchsoße war das. Ja, diese weiße, dann wäre das ja aufgefallen. Hm. Und da habe ich mich halt gefragt, warum das so zähflüssig ist. Nein. Eklig. Ich habe bei dem Döner war ich zum Glück nicht. Der ist in Stadtallendorf war der. Ach echt? Ja. Ich dachte, der war bei uns in Homberg. Nee, der war in Stadtallendorf. Und da verrät auch schon, wo er gewohnt hat, mal. Ja. Was? Homberg. So, ja, du. Ich dachte so, hey, ich hab doch gar nicht in Stadtallendorf gewohnt. Homberg, ey. Nie was voll das Kaff. Ja, oh Gott, mein Gott, oh mein Gott. Oh nee, jetzt hast du mich kaputt gemacht. Ja, natürlich. Moment, nehme ich überhaupt auf? Das wär's jetzt. Siehst du an der Fraps-Zahl, ist die rot oder gelb? Fraps-Zahl? Ich hab keine Fraps-Zahl. Warum nicht? Ah, nee, der nimmt auf. Ich sehe das gerade an meinem Desktop. Dann hast du da die Dateien gespeichert. Ich speichere die Dateien auf dem Desktop.
Du Scheiße, ich habe dafür einen extra Ordner. Nö, die RAW-Dateien, die kommen bei mir gefälligst auf dem Desktop. Nö, ich habe dafür einen extra Ordner, der heißt Fred's RAW-Daten. Och, fast hätte ich's geschafft. Ich check's ja, warum das Level so schwer ist. Wir haben das immer sau einfach geschafft. Ja. Ein paar Versuche und dann war alles im Kasten. Eigentlich schon. Aber jetzt, verdammt, jetzt geht nichts. Alles der scheiß Vorführeffekt. Nix geht mehr, nix geht mehr. Ja. Okay, wir sollten echt damit aufhören mit der Rumschwulerei. Hallo. Mein Name ist Adolf Hitler. Was? Na, Schnassel. Pole. Was? Du. Warum? Pole. Die machen Pole. Auch immer so komische. Die das haben so. Genau. Hey, weil ich noch in der Kamax gearbeitet habe, da hatte ich meinen Chef, der war Pole. Weißt du, was er gemacht hat immer? Was? Er hat immer, wenn Pause war, beziehungsweise wenn keine Pause war, hat er eine Pause gemacht. Oh Mann. Dann immer, ist er immer, hat dann immer gesagt, ja, guck mal Matthias, rauchen, scheiße, ich war ja links. So, gesagt, wir machen das jetzt wieder nacheinander. Dann sind wir erstmal rauchen gegangen, weißt du, die Maschinen drinnen rattern vor sich hin alleine. Ja. Keiner an dem scheiß Maschinen. Wir stehen da draußen und rauchen erstmal ein. Wahrscheinlich ist das, warum ich gefeuert wurde. Oh Mann. Ja, ich meine, wenn alle anderen das tun, muss man das ja nicht gleich auch tun. Ja, hallo, das war mein Chef. Wenn der sagt, komm rauchen, dann gehe ich rauchen. Hallo? War hier nichts sonst alles anders? Das war sicher, du musst dich jetzt nur noch ducken und da durchfallen. Nein! Oh, ich könnte mich jetzt aufregen, aber ich lasse es. Aufhängen. Aufhängen, das auch. Oh, du hast es auch geschafft. Oh, du fällst gleich auch wahrscheinlich. Nee, tut er nicht. Nee, der fällt gleich ganz lame in die Lava. Nee, doch nicht. Schafft er doch tatsächlich. Natürlich. Das dauert bei mir nur ein paar Anläufe. Ach! Jetzt lasse ich mich gehen gerade, weil Dexter es geschafft hat. Dann denke ich halt, ja, im Notfall lasse ich ihn da hinspringen jetzt. Außer der bringt sich jetzt alleine. Weißt du was, macht? Ich bin jetzt ganz mies. Du musst jetzt hier durchrennen, ich bleib jetzt hier stehen. Puh! Alter! Okay. Komm, du alles schaffst klar. Ja, ich schaff das. Ja? Hoffe ich. Schaffst du es oder schaffst du es nicht? Ich schaff's. Sicher? Ich muss es irgendwann schaffen, ja. Muss es ja irgendwann, toll. In 100 Jahren, wenn wir 2000 Parts haben, nutzt es auch nicht mehr. Nein! Sind die Zuschauer von langweilig schon gestorben? Die sind mittlerweile wahrscheinlich jetzt schon gestorben. Ich frag mich, wer das überhaupt sieht, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Wie viele Abonnenten hast du? 9? 9. Naja, irgendwann, wer weiß, vielleicht hast du ja in einem halben Jahr mehr als ich. Das glaube ich nicht. Ich hab, als ich meinen ersten Kanal aufgemacht hatte, hatte ich ja schon innerhalb von, warte mal, von einem Monat hatte ich meine ersten 100 Abonnenten. Lol, da hast du ja noch getrunken. Als Feier, zur Feier des Tages. Ja. Ein Jägermeister. Nee, das war auf meinem heute neuen Kanal. Das war das 100 Abonnenten-Special. Okay. Yay. Nein! Aber ich muss nicht gerade an der Nase jucken. So, an der Nase kratzen. Das war kurz nach meinem 18. Geburtstag. Echt? Ja. Oh, seit wann hast du den Channel schon? Der jetzige ist seit. Also mein allererster. 2010? Mein erster war. Habe ich 2009 gemacht, meinen ersten. Ja. Der zweite habe ich dann seit 2010, glaube ich. Ja, ich bin jetzt auch seit gut einem Monat dabei. Glaube ich. Monat? Zwei? Keine Ahnung. Man muss allerdings auch sagen, dass damals. Dass es damals noch viel weniger Display als heute gab. Als ich ja, heute gibt's. Scheiße, heute gibt's Tausende und Abertausende. Ja, und weißt du, was 90% auf jedem Kanal ist? Hä? Minecraft. Minecraft. Das finde ich. Also, ich habe bei meiner Kanalbeschreibung zwar gesagt, ja, ich spiele alles. Egal wie oft es displayed wurde, aber von Minecraft lasse ich die Finger, ey. Ja, definitiv Minecraft. Ach komm, ich geh durch. Ja, genau. Du das bitte. Minecraft ist. Oh, welchen Weg gehen wir? Schwer oder einfach? Also links oder rechts? Lass mal links. Den haben wir auch schon mal gemacht. Den haben wir auch gleich, glaube ich, geschafft. Du zumindest. Wir haben beide geschafft, beide Wege. Oh nee. Oh nee. Au. Oh nein, es fängt jetzt gut an. Jetzt kommt die Lags.
Jetzt, nee, jetzt kommen die Hurenflammen, meine ich. Ach so. Diese Huren. Aber jetzt saß hier eben so chillig rum, jetzt muss ich mich wieder umsetzen, weil ich muss wieder in die Zockerpose gehen. Lass uns wieder nacheinander, sonst wird das wieder durcheinander. Ja. Aber bei mir fängt's wieder an zu laggen. Echt? Glaube ich. Ich spring also in die Scheiße, ey. Ich stell mir vor, das wäre keine Lava, sondern Braun. So ein Mod, so modifizieren. Übrigens könnt ihr für das Spiel auch voten auf Steam, damit es auf Steam kommt. Steam? Steam. Auf Steam? Auf Dampf? Ja. Dampfgrünlicht? Wer das allerdings auf Steam haben will, weiß ich nicht. Also ich habe gewotet. Oh, du bist durch. Ja. Es laggt, verdammt. Moment. Das ist der perfekte Moment für mich, um mal ein Kippchen anzuzünden. Ja. Denke ich. Oder nee, weißt du was? Dann warte ich bis zum nächsten Part, wenn es bei dir nämlich laggt. Dann könnt ihr im Prinzip erstmal durchgehen und gucken, ob es im nächsten Level noch laggt. Soll ich? Ja, geh durch. Okay, dann sag mir mal, ob es hier noch laggt. Oh, wo bin ich? Ach, da sind wir. Leckt oh, die noch? Stelle. Leckt nee, Moment, noch? Hier konnte man... Nee, es geht jetzt. Okay, dann warte ich nur eben. Oh, gut, dann zünde ich mir jetzt ein Kippchen an. Zündet er sich ein Feuerchen an? Wie seine Mutter oft hat getan. Auch wieder von Rammstein. Oh nein, wir können echt alle Lieder. Au. Oh. Nicht auswendig, aber zumindest einige Passagen. Hallo? Ich bin extra nicht durch den Teleporter gegangen, weil ich meine Kippe noch im Maul hatte. Und weil ich genau weiß, dass ich mal da schnell sein muss. Scheiße. An dem Level saß ich, ey, auch saulange. Ich hab's ja auch ein Singleplayer das Spiel schon durchgespielt. Scheiße, echt? Ja. Du hast echt kein Leben, glaube ich. Wirklich nicht. Das saß an diesem Level hier auch gut eine halbe Stunde. Och nö, eine halbe Stunde. Und ich muss mal auch sagen, ich habe auch vorher das Spiel ausgemacht gehabt. Also im Sinne von, ich hatte das Spiel... Jetzt spiele ich ja durchgehen, weißt du? Ja. Am Tag davor war ich hier und hab dann hier aufgehört und hab am nächsten Tag weitergezockt. Mhm. Und dann war ich wieder hier und dann war ich auch total aus dem Spiel draußen. Jetzt bin ich ja mittlerweile ein bisschen drin. Gay! Huch! Knapp. Was ja auch schon sehr oft gespielt wurde, ist zum Beispiel Mario World. Aber ich will das trotzdem noch machen, Mario World. Okay. Egal wie, Mario World ist auf jeden Fall ein Spiel, das gezockt werden muss bei mir. Ich meine, bei mir läuft Mario und Sonic und also hauptsächlich läuft bei mir eigentlich Nintendo und Sega. Ja, und Ubisoft nicht mehr, glaube ich, oder? Nee, die wieder. Wenn man sich mal im Klaren ist, weißt du, dass Ubisoft wirklich diese Fotzen, also ja, Ubisoft sind auch Fotzen, aber die meine ich jetzt nicht. Alter, wenn ich das so sage, ey, ich darf werde nie in der Lage sein, Ubisoft-Spiel zu playen. Stell dir mal vor, du musstest jedes Schimpfwort hier drin auspiepen. Oder? Dann wärst du 10 Stunden dann bearbeiten. Ja. Nein! Alter, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Ja. Von wem war nochmal Kingdom Hearts? Kingdom Hearts ist von. Irgendwas mit E, oder? Nee. Square Enix? Genau, Square Enix. Die mögen auch nicht, dass man... Nee, die mögen es gar nicht. Deswegen Kingdom Hearts wollte ich auch mal machen, aber dann habe ich bei... Im Let's Play Forum... Oder Final Fantasy. Genau. Auch mies. Oh, es laggt. Lass uns mal kurz ausmachen. Sicher? Warte. Jetzt schafft es. Nee, schafft er nicht. Mal ein bisschen probieren. Hab zwar gleich noch genug gekommen, weißt du was. Wir haben jetzt, gut, dann geht dieser Part, sagen wir einfach mal 20 Minuten. Haben wir mal einen 20 Minuten Part für euch gemacht. Dann bis zum nächsten Part. Und tschüss mit euch.